Heute probieren wir eine Last-to-First-Challenge, natürlich in Belgien Spa. Ich freue mich extrem, abonniert unbedingt gerne den Channel. Und welchen Fahrer nehmen wir uns? Ich weiß, dass Ferrari in der Vergangenheit hier wirklich sehr, sehr strong war. Aber auch natürlich die McLaren. Ich glaube, ich muss McLaren nehmen. Also wir müssen die eigentlich nehmen. Lando ist wirklich ein starker Fahrer. Und wir sehen uns gleich im Rennen. Schaut euch gerne auf TikTok und Insta vorbei. Links überall unten in der Bio. Und let's go. Wir haben 11 Runden Zeit. Und let's go hier in Belgien. Last to first challenge mit Lando Norris. Und let's go. Wir wissen, er ist ein halb Belgier. Das ist noch cooler. So, vom Start weg kommen wir ja sehr gut. Besser mal wieder Williams. Gehen wir ein bisschen ins Gras. KI-Stufe 90. Also basic, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache, wenn ich die 94 auftrete, dass wir es dann gar nicht schaffen. Jetzt aber schon der 14. Platz. Das könnte sehr cool werden. Hier rauf den Berg. Full Speed im Windschatten. Saugen wir uns hier an Guan Yu Zhou dran. Und ja, die sind schnell auf den Geraden, die Alphas. Das ist toll, das ist mega. Aber hier erreicht man Top-Speed-Werte. Oh, da zupft aber spät noch aus. Hier erreicht man Top-Speed-Werte. Wir wissen nur, es gibt da manche Autos, die erreichen den nicht. So, lala. Jetzt hier am 13. Platz, Runde Nummer 1. Sehr, sehr gut. Aber wir wissen auch natürlich, über die Strategie kann einiges funktionieren. Und ja, ich freue mich. Landos Auto ist ziemlich cool. Ich hoffe natürlich, dass das heutige Rennen nicht ins Wasser fallen wird. Denn wir wissen ja alle, Spa ist jetzt gerade am Wochenende noch nicht so ganz, ja, es war noch nicht ganz so artig zu den Fahrern. Wurden viel mit Regen abgeschüttet. Und gerade auch die Trainingssessions waren echt hardcore. Also das, der eine Trainingssession war hardcore. Und auch das Qualifying. Also ja, ich hoffe natürlich, ja, und warum ist da vorne so ein kleiner Stau? Ich glaube, der Fernando bremst da ein bisschen ein, weil da ist eine riesen Lücke nach Alonso zu den Mercedes. Also da ist auf jeden Fall eine Zweiklassen. Ja, ja, okay. Da ist sogar ein Mercedes vorne, oder? Ist das Russell? Nein, das ist Stroll, okay. Wir könnten hier im Bus-Stop gleich einen Haufen Leuten überholen. Ja, wir gehen hier mal rein. Halten hier an, kommen immerhin an den Alpha-Jungs vorbei. Und auch an Alexander, der ist echt strong, Albon. Das ist der 11. Platz und das nach der ersten Runde. Also, da bin ich echt stolz drauf. Da können wir anknüpfen. Jetzt aus Lassurs raus. Wow, das Auto ist sehr unhändlich. Und jetzt auch in Windschatten hier. Oh, Rouge rauf, DRS ist noch nicht aktiviert. Das wird trotzdem knapp werden. Der Alpine ist halt um einiges langsamer. Ja, das ist halt Eau Rouge wirklich eine Wahnsinnskurve. Und ja, zack, hier gehen wir rechts. Ja, und jetzt sollten wir hier in Le Compes, ja, die besseren Karten haben. Und das ist Platz Nummer 10. Das wäre unser erster Punkt. Nur, wir wissen auch, davor uns die Leute sind schon ein bisschen weiter weg. Lance Stroll, Pierre Gasly, das sind halt alles Fahrer, die gerade so die Hauptkonkurrenz der McLaren waren, bevor sie jetzt halt diesen Aufsprung seit Silverstone haben. Jetzt arbeiten wir uns hier an Lance Strolly Boy dran. Double Gouge hier runter. Und ja, da kommen wir näher. Da kommen wir den Lance hier näher. Boah, da kommen wir näher. Oh mein Gott, Halleluja. Da kommen wir nahe die Mauer dran. Ja, und da kommt der Pierre Gasly schon. Ah, der ist aber noch gone. Und da machen wir jetzt die Tür zu, denn da wäre schon Albon jetzt auch wieder gewesen. Ja, so funktioniert es nicht ganz. Keine Fehler machen, ist die Devise. Aber im Bus-Stop können wir hier wieder reingehen. So, dann. Im Bus-Stop den Fehler wieder korrigiert. Gott sei Dank. Der Rest ist aktiviert. Wir werden, glaube ich, noch nichts davon bekommen, oder? Wo ist denn Oscar? Okay, der ist hier hinter uns. Ja, das ist klar. Das ist sehr klar. Dritte Runde schon. Ja, das geht schnell vorbei hier. Nur 11 Runden. Liegt natürlich an den 7.004 Meter. Die halt, ja. Und der ist, ist ausgegangen. Leider das ES wieder vorbei. Wir bekommen aber den doppelten Windschatten. Der hilft aber, glaube ich, auf die Entfernung auch nicht viel. Purple in Sektor 1. Das ist sehr strong. Und Gasly und Stroll. Die gehen hier in die Offensive. Halleluja. Und wir können da nicht mithalten.
Noch nicht. Ja, mein Plan wäre es gewesen, entweder früher zu stoppen als alle anderen oder ganz spät, sprich erst ab Runde 5 aufwärts. Also, so, hier runter. Jetzt kann das, der Exit war toll. Hier streamen wir mal wieder ab. So, jetzt hier den ganzen Schwung mitgenommen. Und dann gehen wir hier links. Und zack, ziehen hier rechts rein. Ja, da hat das Auto später gebremst, als ich gedacht habe. Ist aber nicht zur Berührung gekommen. Also, das war ja nur so ein Asi-Schlenkerer, wie ich es gerne nenne. Grün in Sektor 2, das war mir auch irgendwie klar. Ja, der Exit war jetzt nicht so ordentlich. Und da kommt der Alpine wieder angeschossen. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell ihr Endpace ist. Ja, wir haben ein bisschen den Faden verloren hier. Jetzt nur erst der 9. Platz. Sektor 1 war eigentlich okay. Ja, wir werden Runde 5 reinkommen. Ich hoffe natürlich. Ist das Brandis Pit Window open? Ah, nein, jetzt habe ich schon zweimal geskippt, ich Idiot. 5. Runde, passt. Das heißt, wir kommen Ende 4 rein. Nein, das können wir nicht machen, Ende 4. Stop hier. Und wir gehen zu unserem Undercut rein, auch wenn wir eigentlich viel zu früh dran sind. Spät auf der Bremse. Boah. So. Wir gehen auf die gelben Reifen. Sollten die eigentlich locker aushalten. Guan Yu und Yuki fahren ein bisschen länger. Ja. Rein geht's, gelb drauf und raus wieder. Guter Boxenstopp, solide 2,4. Jetzt heißt es, Leute, pushen, was das Zeug hält. Ich muss jetzt vielleicht sogar die schnellste Rennrunde einfahren. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ich hoffe natürlich, dass jetzt kein Safety Code oder so kommt. Das wäre natürlich jetzt der Worst Case. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles gut geht. Dann sollten wir das Ganze auch schaffen. So. Ich denke mal, Stroll wird jetzt reinkommen, der muss nämlich... Und jetzt geht's wirklich, jetzt ist alles da, jetzt sind nämlich ein paar auch von der Spitze vorne drin. Meine Runde war eigentlich solide, wir waren gut, wir hatten 19 aufgeholt, Teamkollege ist jetzt auch in der Box. Oscar kommt in die Boxengasse. Und jetzt gucken wir mal, hat sich... Ja, da kommen wir neben die Strecke. Hat sich die Arbeit ausgezahlt oder nicht? Er kommt vor uns raus, quer hinter uns. Die Mercedes sind weit vor uns rausgekommen. Um nicht zu sagen, die sind uneinholbar. Das ist nicht so schön. Das ist auch nicht so gut gelaufen, wie ich mir das gedacht hätte. Aber dass wir nur noch 4 Sekunden zu George Russell haben, zeigt mir auch, dass der Undercut ein bisschen funktioniert haben muss. Weil Stroll sitzt auf einmal 6 Sekunden hinter uns. Und wenn Russell, der war ja nicht mal, der war ja nicht mal vor mir in den Leuten drin, also... Das kann schon heißen, dass wir hier der Spitze näher gekommen sind. Mann, sind die schnell. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Ich habe aber Verkehr gehofft. Der ist leider ausgeblieben für die Mercedes-Jungs. Herr, kommt jetzt die Verwarnung, oder? Nein. Wow. Die sind dort echt kulant. Jetzt gucken wir mal, ob sich das Ganze ausgezahlt hat. Oder dann doch nicht. Der Verstappen ist hier. Und der ist auf einen soliden 3. Platz. Aber ja, das bringt uns halt jetzt echt gänzlich wenig. Wir sind hier auf... Die Mercedes dran, also an den Mercedes dran. Sollte jetzt aber auch kein DS geben, leider. Ja, der Ferrari wird uns locker. Ah, doch, DS gibt's. Das ist natürlich sehr toll. Ja, 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 Mann. Rot, gefuck. Das haben wir safe verloren. George hat aber gelb drauf. Ja, also ich glaube, das können wir vergessen. Das wird eine Challenge auf jeden Fall. Podium ist aber safe drin, also. Russell fährt um den Sieg auf jeden Fall. Das ist schon mal fix. Ja, ich muss absetzen, mal sehen, auf. Das brauchen wir nicht. Wieder persönliche Bestzeit. Ich muss pushen, was das Zeug hält. Um das überhaupt irgendwie nur. Alter, Leclerc! Wie weit vor uns die da rausgekommen sind. Das ist nur der 6. Platz, all in all. Ich habe da wirklich gehofft, dass diese zwei wenigstens hinter uns rauskommen. Ja, wir sind zwar aus dem DS-Fenster draußen von Sainz, aber das hilft uns gar nichts. Unser McLaren ist so schwach. Ich glaube, da hätten wir schon einen Mercedes gebraucht, weil der McLaren ist ja noch schwächer, der Hackordner. Ja, das ist... Der erste Stint. Ja, ich habe
gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so in Trouble kommen werden. Und das ist jetzt... Vielleicht geht der Fight da vorne so weit, dass wir da noch ein bisschen Boden gut machen können. Ja, guckt euch das an. Da sind wir nur noch 2,6 Sekunden und ich glaube auch, dass sich die da vorne nicht kampflos irgendwie zufrieden geben. Ich kenne die Limits und trotzdem reicht es bei Gott nicht. Also wirklich. Es ist so mühsam. Also Lando holt da und auch Piastri, die holen da glaube ich jede Zehntel aus dem Auto raus, weil sonst wäre das hier nicht so. Also, wow. Da ist es wirklich nur der sechste Platz. Wenn da nicht mehr viel passiert vorne, dann ist es nur der sechste Platz. Also, das ist schade. Das ist echt schade. Ich hätte wirklich gern die Last to First bestanden. Der Start und auch die erste Runde war... Ja, das war gar nicht gut. Der Start und die erste Runde, die waren echt strong, aber jetzt... Ja, dadurch, dass wir als Erster drin waren... Wir haben zwar die Konkurrenz ordentlich hops genommen, aber... Ja, jetzt fehlt es da wirklich an allem. Jetzt reißt der Vorsprung ab. Also guckt euch das an, die Reifen sind tot. Und jetzt gegen Fernando Alonso. Das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Guckt euch mal an, wie viel allein wir im letzten Sektor da verloren haben. Auch noch einmal und in Le Compass wird es hoffentlich nicht so denken. Wir schlagen uns hier ganz knapp vor Fernando Alonso, Leute. Wie Hamilton damals gegen Rosberg, wo der Krieg der Sterne ausbrach. 2014 kommen wir hier auch runter. Die Reifen sind so durch. Mann, es ist schade. Ich hätte gerne die Last of Us geschafft. Aber ich glaube, für McLaren wäre auch der sechste Platz ein gutes Ergebnis, oder? First hat sich ganz gerecht, da glaube ich, hätten wir mit dem Red Bull ein bisschen mehr Spaß gehabt. Jetzt drückt hier Fernando noch einmal an, aber Bro, das wird hier nichts. Das wird hier nichts. Meister, das wird hier nichts. Ja, jetzt ist er weg. Alonso hat hier den Kürzeren gezogen. Ja, ich glaube, das könnte doch nochmal knapp werden. Der ist so schnell auf den Geraden. Das ist ein Wahnsinn, wie schnell Fernando ist. Wirklich, das ist so krank. Im Busstop wird er zwar noch einhalten, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Perez gewinnt, holt die schnellste Rennrunde. Und ja, leider hat es nicht ganz gereicht für Last to First, Mann. Schade. Aber immerhin ist es der sechste Platz geworden, vom letzten Platz aus. Und das mit einem McLaren. Also ich muss sagen, für mich bin ich eigentlich schon der Gewinner. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert und wenn ihr gerne den Channel kostenlos. Lasst ein Däumchen oben da. Und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Gestern kam auch mein Team online, also schaut auch gerne vorbei. Bis dahin und ciao.